Ich bin der Lino. Mein Name ist Lina. Ich bin Irene. Ich bin Leon. Also wir sind eine durchmischte WG. Wir sind so eine kleine Familie geworden. Immer wenn wir uns zusammentun, dann stehen wir auch irgendwann mal in der Küche. Auch wenn man denkt, mein Gott, manchmal schmeckt's. Hallo. Ja, willkommen in der Studiküche. Ja, wir machen heute Chili. Ich glaube, das ist ein Klassiker, den kennt man. Vor allem auch für Partys, für viele Gäste. Immer einfach große Menge, großer Topf. Super easy. Beim Paprikaschneiden mache ich immer zuerst die Seiten so ab. Also ich schneide immer einmal um den Knorzen rum und dann einmal im Kreis. Und dann kannst du die so aufbrechen. Die Kerne kannst du super einfach ausspülen, weil die Paprika innen auch so eine, ja, nicht Konsistenz, aber die Bänder. Ein Lotus-Effekt weist die Paprika auf. Das spricht der Biologe. Ich bin so jemand, ich habe so Fachbegriffe, mit denen ich dann mal klug scheißen kann. Ich habe bis jetzt alle Prüfungen bestanden, sagen wir es mal so. Selina, kannst du schon mal den Herd anmachen, bitte? Mach ich. Ich gieße dann auch schon mal die Dosen ab, also die Bohnen und den Mais. Das ist dann Fleisch rein. Genau, das Hackfleisch kommt als nächstes mit rein. Ich lass dich da mal machen. Lino ist eigentlich ein echt guter Koch. Er kocht zwar nicht unbedingt so gesund wie ich, glaube ich. Und man kann auch generell sagen, dass die Selina bei uns in der WG so ein bisschen die Mama ist. Die kümmert sich hier um vieles, so was einfach mal gemacht werden muss. Aber ich habe auch ein bisschen was auf mein Punktekonto gebracht, als ich den Siphon vom Waschbecken geleert habe. Ich glaube, der Siphon wurde vorher mehrere Jahre nicht sauber gemacht. Und da war so eine ganz verrückte Mischung aus Essensresten und ich frage mich, wie so viele Haare in eine Küchenspüle kommen. Ich meine, mit deiner Lockenpracht, da kann auch schon mal was abfallen. Ich bin ein Ginger, ich habe eine Sonnenallergie, das ist sehr tragisch, aber es macht mich zum halben Vampir und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz guter Status. Ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen. Weißt du, und dein Festivalkram, der ist bestimmt voll mit Bazillen und Bakterien. Aber der riecht gut. Also ich fahre gerne auf Festivals. Ich habe dieses Festival sogar witzige blaue Flecken gesammelt. Der sieht nämlich aus wie ein Smiley. Das ist doch so eigentlich ganz hübsch, oder? Ich würde dann anfangen zu würzen. Aber wie gesagt, für mich bitte nicht ganz so viel scharf. Du kannst dir gerne danach nochmal draufhauen. Ja, wir nehmen hier so ein Chili-Salz. Da hat man Salz und Chili schon direkt ineinander drin. Und dann wird das sowieso nicht so scharf. Also mein Vater hat ja sogar eigentlich damals immer den Geheimtipp, noch ein bisschen Ketchup ins Chili zu machen. Pervers. Ich glaube, jeder Mexikaner würde das... würde sich im Grab umdrehen. Ja, der würde sich gruseln. Er würde sagen, oh, el pollo loco! So, rühr noch mal gut um. Und dann gucken wir mal, ob da noch mehr dran muss. Ein bisschen Paprika. Also scharfes Paprika, nicht edelsüß. Hau rein. Und auch noch ein bisschen Knoblauch, so ein kleines bisschen so. Wenn ich viel Hunger habe, dann tue ich einfach viel Knoblauch ins Chili con Carne, dann isst Selina nichts mehr davon. Sie hat ja selbst gesagt, dass sie ein halber Vampir ist. Ich finde sowieso, also beim Würzen nach Gefühl, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Außer bei Salz. Da sollte man doch aufpassen, sonst wird es eklig. Ich habe jetzt mamamäßig leider keine Brandsalbe da. Für uns Kinder gab es damals auch immer noch so ein bisschen Schmand oder sowas, den man sich dann oben drauf machen konnte, wenn es zu scharf war. Falsch. Aber lecker. So, ich nehme jetzt gleich auch noch die Schüssel hier und dann fragen wir einfach die anderen, ob die noch was wollen. Ich glaube, Leon hat bestimmt Hunger. Ich glaube, die haben alle Hunger. Die aber schon mal guten Appetit. Ich hole mir mal einen Löffel. Ah, meine Hand verbrennt.